Der Winter eignet sich perfekt für ein Golfschwungtraining zu Hause in den eigenen vier Wänden. In diesem Video zeige ich dir ein paar sehr lässige Übungen, wie du dein Golf über den Winter stark verbessern kannst. Also bleib dran, wir starten jetzt. Hallo, mein Name ist Christoph Bausig von Progressive Golf Video. Auf meinem Kanal geht es um Golf und darum, wie du dein Golf verbessern kannst. Und wenn du in Zukunft kein weiteres Video mehr von mir versäumen möchtest, würde ich bitten, den Kanal zu abonnieren und die Notifikationsglocke daneben anzuklicken. Ganz wichtig, damit wir uns eben nicht mehr versäumen. Der Winter hat einen riesigen Vorteil. Und zwar, man hat keine Zeit, sich den Schwung so richtig zu versauen. Außer man fährt ins Ausland irgendwo in warme Gefilde Golf spielen. Daher eignet sich diese Zeit perfekt dazu, Übungen zu machen und diese immer wieder zu machen, damit man sich einen tollen Golfschwung über den Winter aufbauen kann. In diesem Video möchte ich dir ein paar Übungen zeigen, die du im Winter immer wieder machen kannst und die dir sicher nicht schaden werden. Im Gegenteil, du wirst sicherlich damit topfit in die neue Saison starten. Als erstes habe ich eine Übung für die Körperrotation. An zweiter Stelle machen wir eine Übung für die Koordination der Körperteile. Die nächste Übung, die ich dir zeige, ist für den allgemeinen Ablauf des Golfschwungs gedacht. Einfach einen Überblick über den Schwung. Und als letztes möchte ich dir auch noch eine sehr tolle Übung zeigen für die Handgelenkstruktur und für die Ellbogenstruktur. So, kommen wir zur ersten Übung, eine Übung für die Körperrotation. Was du machen kannst, ist, du kannst dir einen Golfschläger raufbringen in die Wohnung oder zur Not kannst du auch einen Kochlöffel verwenden oder einen Tennisschläger, es ist komplett egal. Es ist, glaube ich, nur wichtig, dass du eine Schlagfläche hast, die du etwas kontrollieren kannst. Und zwar, was du machst, ist, du gibst den Schläger hier direkt auf dein Brustbein hier und hältst zuerst mit der rechten Hand hier fest und dann mit der linken Hand fest. Und dann begibst du dich in eine Vorwärtsneigung. Hier ist es dann wichtig, dass die Schlagfläche hier denselben Winkel hat wie der Oberkörper. Ich hoffe, das kannst du gut sehen. So, und die Idee ist jetzt folgende, dass du jetzt von hier beginnst, einen Aufschwung zu machen. Und zwar, ich möchte, dass du den Kopf relativ in der Mitte lässt und versuchst, so aufzuschwingen, dass der Schläger hinaufgeht. Falsch wäre, dass du so schwingst, dass der Schläger flach weggeht, also er soll hinaufgehen. Damit habe ich auch genug Seitneigung nach links in meinen Schultern, in meinem Oberkörper. Wenn du das richtig gemacht hast, möchtest du dann wieder zurückgehen in die Ausgangsstellung. Das ist quasi der frühe Abschwung. Schaut dann so aus. So. Und das ist, die Schlagfläche ist wieder so leicht nach vorne gekippt, wieder im selben Winkel wie meine Wirbelsäule. Ja? Und jetzt geht es weiter. Jetzt gehst du Richtung Treffmoment und du möchtest jetzt versuchen, dir vorzustellen, dass hier unten ein Golfball liegt und dass du quasi hier mit dem Schläger den Ball schlägst. Du musst nicht tatsächlich runterkommen, aber du möchtest das Gefühl haben, dass du hierher kommst. Und du siehst, dass jetzt die Schlagfläche erstens einmal gerade ist und nicht nach rechts zeigt oder nach links zeigt. Das ist gerade. Und es hat noch ein paar Vorteile. Und du siehst, mein Oberkörper zeigt bereits offen, also nach links gedreht zum Ziel. Mein linker Fuß ist schon im Streckprozess und mein Becken hat sich auch gedreht. Und das gibt mir ein gutes Gefühl für eine korrekte Körperdrehung. Also ich mache das noch einmal. Ich komme hierher. Neige mich nach vorne, schwing auf, wieder zurück in die Ausgangsstellung und jetzt komme ich in den Treffmoment rein. Und hier achte ich eben darauf, dass der Schläger nicht offen ist. Und diese Übung gibt dir dann ein gutes Gefühl, wie dann der Treffmoment im Golfschwung zu sein hat. Mach die Übung im Winter einige Male und du wirst merken, dass du nach einiger Zeit Sachen in deinem Schwung automatisch übernehmen wirst. So, nächste Übung. Diese Übung liebe ich absolut. Und zwar, das ist eine Koordinationsübung, beziehungsweise eine Übung, wo die Körperteile lernen, miteinander zusammenzuarbeiten. Und zwar, was du brauchst, ist im besten Fall zwei Golfschläger. Du solltest übrigens dann dieser etwas kürzer greifen, hier unten und nicht da ganz hinten, weil sonst ist der Schläger fast zu schwer. Also es reicht, wenn du ihn hier greifst.
Kannst aber auch natürlich Kochlöffel verwenden, Tennisschläger, es ist egal. Ich finde es auch wieder gut, wenn man eine Schlagfläche sieht. Ja? Und was du bei dieser Übung machst, ist, du nimmst eben zwei Schläger und du lässt ca. 20 cm Platz dazwischen. So, und jetzt beginnst du mal langsam zu schwingen und du versuchst, dass dieser Abstand hier von diesen 20 cm gleich bleibt. Würdest du zum Beispiel jetzt mit der rechten Hand aktiv werden, zum Beispiel so, dann würdest du sofort gegen diesen Schläger hier schlagen. Oder wenn der Schläger links zu langsam wird, zum Beispiel, dann würde der hierher schlagen. Und wenn du anfängst, komplett unkoordiniert zu werden, dann bist du ja all over the place. Das heißt, versuch zuerst einmal kleine Schwünge von hier nach hier, so 9 bis 3 Schwünge, wo du versuchst, dass der Abstand immer der gleiche ist. Und dann kannst du dich langsam steigern in eine volle Bewegung. Und wenn du dann sehr gut bist, kannst du dann am Schluss das auch mit Geschwindigkeit machen. Schaut das Ganze dann so aus. Irgendwie so, dann ist es zu früh, dann bitte mach zuerst kleine Schwünge wieder und erst wenn du merkst, es geht problemlos, dann beginnst du dich zu steigern. Also so soll das ungefähr ausschauen. Wahnsinnsübung, man kriegt ein riesiges Gefühl für das Timing und man lernt, dass die Körperteile miteinander ja irgendwie kommunizieren, wenn man das so sagen kann. Bitte bleib dran, es wird gleich noch besser. So, bei dieser Übung machen wir so einen gesamten Schwung und ich möchte dir ein paar Sachen zeigen, worauf du achten kannst. Jetzt brauchen wir keine Golfschläge, es reichen rein unsere Fäuste. Und zwar, wir machen zwei Griffe, einen links, einen rechts und ich möchte, dass die Daumen nach vorne zeigen in dem Fall. Ja? Und was du machst ist, du stellst dich in eine Ansprechposition und zwar so, dass die Daumen hinunter zeigen, also nicht hinauf zeigen, sondern hinunter zeigen. Wenn du jetzt beginnst mit der Bewegung, möchte ich am Anfang, dass du eine kleine Hebbewegung der Arme ausführst. Das heißt, du beginnst die Arme ein bisschen vom Gefühl in diese Richtung zu bewegen und dabei drehst du die Daumen leicht nach rechts, also ca. 30 Grad nach rechts. Schauen Sie hier rüber. Okay, wenn du das dann hier machst, Daumen zeigen hinunter, beginnst du hier ca. mit dem Heben der Arme und hebst so, dass die Daumen 30 Grad nach rechts zeigen. Also sie zeigen nicht gerade hinauf, sondern leicht nach hinten. Und wenn du jetzt die linke Hand gegenüber von der rechten hast, dann ist das ein Zeichen, dass du genug gedreht hast hier im Oberkörper. Wenn du zum Beispiel jetzt das so ausschaut, dann siehst du, der linke Arm, das geht sich nicht aus. Strecken bringt auch nichts, aber drehen bringt was. Ja? So, dann bin ich hier. Wichtig ist, wie gesagt, dass die Daumen nicht hinauf zeigen, sondern leicht schräg, so nach hinten ein bisschen. So, und jetzt schwingst du weit, ein bisschen weiter, muss nicht viel sein. Und was du auch nicht machst, bitte, ist, dass die Daumen zu dir hinziehst. Es reicht, wenn die so eigentlich im Prinzip nur hinauf zeigen. Wenn du jetzt oben angelangt bist, ich mache das nochmal vor, hier, dann möchte ich Folgendes machen, dass du die Daumen ein bisschen mehr nach hinten bewegst, so dass sie wirklich nach hinten zeigen. Dann siehst du auch, dass das linke Handgelenk etwas beugt und das rechte etwas dorsal wird. Das heißt, wenn wir jetzt hier sind, machst du das, bringst die Arme wieder hinunter, also hier, bringst die Arme wieder hinunter, Daumen zeigen schön nach hinten, hier ungefähr zum rechten Oberschenkel. Und jetzt möchte ich, dass du die Daumen wieder hinunter zeigen lässt. Ich zeige das nochmal von der Perspektive vor. Hier, Daumen nach hinten, bis daher. Und jetzt zeigen die Daumen hinunter. Und jetzt siehst du schon, jetzt haben wir schon dieses Verhältnis der Handgelenke wie bei einem richtigen Golfschlag. Und dann gehst du bitte weiter und schaust, dass die Daumen noch ein Stückchen unten bleiben. Und dann dürfen sie hinauf. Und wenn du das alles richtig gemacht hast, zeigen sie jetzt wieder so 30 Grad nach links schräg rüber. Und wenn du diese Übung ebenfalls immer wieder machst hier, bekommst du eine gute Idee, wie die Schwungbahn sein soll, wie die Handgelenkstruktur sein soll, wie der Abschwung sich anfühlt und zuletzt, wie sich der Release anfühlt. Viel Erfolg!
So, machen wir noch eine Übung für die Handgelenkstruktur und für die Ellbogenstruktur. Und zwar, diese Übung machst du folgendes. Ich möchte, dass du den linken Arm nimmst und gerade vor dir hältst, vor dem Brustkorb. Und du machst bitte einen flachen Handrücken. Das heißt, nicht geknickt, sondern auch nicht gebeugt, sondern flach. Dann nimmst du die rechte Hand und die tust du bitte dorsal beugen, also nach hinten beugen. Und legst sie hier dran, Handrücken an Handrücken hierher. Das schaut jetzt so aus, du bist hier links flach und rechts hast du diesen Knick hier drinnen. Ja? Wichtig ist jetzt bitte, dass der rechte Ellbogen leicht gebeugt ist. Ich sage so circa 20 Grad ist genug. Und ich möchte jetzt, dass den ganzen Aufschwung lang die Handrücken aneinander picken bleiben. Das heißt, wenn ich das richtig mache, schaut das so aus. Ich mache das mal von der Perspektive. So, du siehst jetzt quasi dieses Verhältnis, was ich schon vorhin erwähnt habe, was für einen Golfschwung gut ist. Das ist so ziemlich der Todeskuss für jeden Golfspieler, wenn man so ist. Das ist das, was die Profis sehr häufig sehr gut machen. Und das kannst du mit dieser Übung sehr gut füllen. Und es hat noch einen Vorteil. Und zwar, wenn du schaust, der rechte Ellbogen hier, der befindet sich auch in einer guten Position. Viele Hobbygolfer haben den rechten Ellbogen sehr hoch und beginnen im Abschwung mit einer Bewegung, wo der Schläger steil wird und der Ellbogen hoch geht. Man nennt das eine Außenrotation der Schulter und das ist nicht sehr gut. Und bei dieser Übung hier eben, bei dieser hier, bekomme ich den Ellbogen eigentlich in eine sehr gute Position. Und wenn ich jetzt versuche, im Abschwung hier auch noch zu bleiben, dann bleibt das auch so und es geht nicht in die Richtung. Wenn ich das so mache, dann schaut das so aus, ist falsch. Hier, hier. Und ich gehe sogar bis in den Treffmoment wieder hinein, habe den Ellbogen noch gebeugt im Treffmoment. Rechte Schulter ist tief, linke Schulter geht hoch. Wieder dieser nach vorne gedrehte Oberkörper, ähnlich wie die erste Übung. Und wenn du das oft übst, dann lernst du auch die Ellbogenstruktur besser beieinander zu halten und die Handgelenke besser zu kontrollieren. Und wie gesagt, wichtig ist hier, dass du Handrücken an Handrücken bist und eben diese Startposition hast. Links flach, rechts so, bleibst dran. Und du brauchst keine vollen Schwünge machen, nur kleine. Und einfach nur das Gefühl kriegen, wie sich das anfühlt. Ist am Anfang sehr, sehr anstrengend, wenn man es nicht gewohnt ist, aber wenn du das öfters machst, gewöhnt sich die Muskulatur dran und du wirst merken, das hilft auch dann deinem Golfspiel so richtig weiter. Was mich jetzt sehr interessieren würde von dir ist, welche Übung du als erstes probieren wirst und wie es dir dabei ergangen ist. Wenn du einen Daumen hoch hinterlässt, zeigt es mir, dass dir dieses Video gefallen hat und dass ich mehr in dieser Art drehen soll. Und im Winter ist es übrigens auch sehr, sehr wichtig, dass man genug Putten trainiert. Und Putten trainiert man im Sommer eh nicht wirklich, wenn man es herrlich ist. Und hier habe ich ein wirklich lässiges Video gemacht über das Putt-Training im Winter und ich würde dich bitten, dass du dieses eben als nächstes ansiehst. Wenn dir Putten zu fad ist, dann habe ich hier unten noch ein weiteres interessantes Video, das YouTube für dich ausgesucht hat. Und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Tschüss!